in heutigem Niveau weiter emittieren würden weltweit, würden wir am Ende des Jahrhunderts 4 bis 6 Grad Temperaturanstieg haben. Wir würden uns also über dieses paradiesisch stabile Zeitalter des Holozäns herauskatapultiert haben in ein ganz neues Erdzeitalter, ein Riesenexperiment mit der Menschheit. Christoph, das ist ein Lied, das kann man singen. Der paradiesische Zustand. Wir katapultieren uns aus dem paradiesischen Zustand. Wir katapultieren uns aus dem paradiesischen Zustand heraus. Ja, wir fluktuieren zwischen der Primärebene, zu sagen, dass wir einige Themen auf je unsere Weise ansprechen. Und auf der anderen Seite, dass wir auf der Metaebene das ein Stück reflektieren und sagen, wo liegen die Probleme auch da drinnen? Wo wird sowas künstlerisch aufzugreifen zum Produkt, zur Masche? Wo liegt aber auch die Chance da drinnen, den Sound der Welt auf diese Weise aufzuspüren und Menschen da mit hineinzunehmen dazu? Wir katapultieren uns aus dem paradiesischen Zustand heraus. Wir katapultieren uns aus dem paradiesischen Zustand heraus. Ja, profitieren und bereichern ist das auf jeden Fall. Also ich, was letztendlich, glaube ich, bleibt, es gibt keine Verschmilzung. Ich glaube, das ist auch, das war auch das, was wir hier versucht haben, dass da einfach diese Gegensätze die ganze Zeit offensichtlich nebeneinander stehen. Wie geht man auf solche Themen zu? Und das aber auch noch auf der Metaebene reflektieren, ne? Gemeinsam. Und da dann wiederum uns auch sehr stark treffen dazu. Ja, wir treffen uns da ganz, ganz viel. Bei ganz vielen Punkten. Ich bin gar nicht so, wie ich bin. Ich bin gar nicht so, wie ich bin. Also du sagst, der Wolf sagt hier, ich bin gar nicht so, wie ich bin. Er erkennt also, dass man nicht nur durch die Stärke wie traditionell gewinnt. Er ist im Schafspelz, er sieht also, dass er beide Chancen hat und dass er sich jetzt entscheiden muss, ob er dorthin oder dorthin geht. Und, ich finde das eine tolle Ausgangslage, um zu sagen und zu erkennen, wenn wir gut kooperieren, dann können wir die Stärksten sein. Wer am stärksten ist, am besten kooperiert, ich ist am besten. Ja, das sind so die Lieder, ne? Überall immer durch und dann klingt es auf einmal ganz anders. Tja, das ist alles dasselbe Lied. Du singst auch noch wieder jenseits der Menschen. Ja. Gut. Das war's. Dankeschön.